Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom We Move People Podcast. Wir mussten gerade überlegen, welchen nehmen wir jetzt auf. Ja, Erwachsenen-Podcast. Ja, hallo AJ. Hallo Rosa. Heute sprechen wir mal über das Thema Nein sagen, also mal ein Selbstbehauptungsthema. Ja. Das ja auch Bestandteil unseres Unterrichts ist, Selbstbehauptung. Nein sagen fällt vielen schwer, auch noch Erwachsenen oder ja, besonders auch Erwachsenen. Ja, sehr erwachsen. Ja. Mhm. Ja, warum fällt einem das eigentlich so schwer, Nein zu sagen? Ich glaube, das hat ganz stark mit Sozialisierung zu tun. Dass man ja, man will ja nicht Ablehnung erzeugen, man will ja nicht irgendwie aus einer Sache herausfallen, man möchte nicht unangenehm auffallen. Viele denken auch, sie möchten ja nicht verletzen, oder? Genau. Dabei hat das ja das mit gar nichts zu tun. Oder viele denken halt, das ist zu hart für den anderen, wenn man Nein sagt. Und irgendwie sind ganz eigenartige Begründungen da. Ja, man will höflich sein, genau, und man hat Angst, irgendwie denn nicht dazuzugehören, nicht zu gefallen. Genau, ja. Und ich meine, bei uns in der Selbstverteidigung, Selbstbehauptung, gehört ja zur Selbstbehauptung eigentlich, gehört ja ganz eng mit der Selbstverteidigung zusammen, weil ja natürlich das die Geschichte ist, die vorher passiert. Genau, da wollen wir jetzt den Bogen einmal spannen. Also wenn man im Alltag, in kleinen Situationen, bei Menschen, die man kennt, Bekannten, im Freundeskreis, bei Familienangehörigen, wo auch immer, auf dem Arbeitsplatz, sich nicht traut, im kleinen Bereich eine Grenze zu setzen und Nein zu sagen, Stopp zu sagen, dann wird es einem auch sehr, sehr schwer fallen, in einer echten Notsituation sich durchzusetzen und Grenzen zu setzen und Nein zu sagen und Stopp zu sagen. Genau. Und meistens sind wir ja nicht mit einer körperlichen Auseinandersetzung konfrontiert, sondern wir sind mit einer psychischen Auseinandersetzung konfrontiert. Und mit der sind wir überall konfrontiert. Und die kann im netten Gesicht daherkommen. Das kann der Chef sein, der die Grenzen überschreitet. Oder es kann im Bekanntenkreis sein, es kann im Freundeskreis sein, es kann in der Beziehung sein, es kann einfach überall sein. Und überall beginnt das gleiche Muster abzulaufen, wie du es jetzt gesagt hast. Wenn wir nicht sehr früh gegensteuern, wird es immer schlimmer, weil Menschen haben ja die Tendenz, weil wenn man es ein bisschen funktioniert hat, machen sie das nächste Mal nicht genau das gleiche, sondern ein bisschen mehr. Und so wird eine Situation immer schlimmer. So werden Menschen ausgenutzt, missbraucht. Missbraucht, so kommt man aus einer anscheinend harmlosen Situation in eine brandgefährliche Situation, ob jetzt körperlich oder psychisch gesehen. Weil man dann nicht mehr weiß, was man tun soll oder wie man aus der Geschichte rauskommen soll, wenn sich's mal ausgewachsen hat. Ja, also sich richtig selbst behaupten können, ist ein sehr wichtiges Element. Und also erstmal begegnet uns das, wie du gerade gesagt hast, viel häufiger in der realen Welt, weil wie häufig wird jemand schon angegriffen? Genau, ne? Und selbst auf der Straße sozusagen beginnt es auch meistens mit der Selbstbehauptungsphase, weil ein Gegner kommt ja nicht vom Himmel gefallen oder aus dem Gebüsch gesprungen. Das passiert ja, das passiert ja auch seltener, als man denkt. Ne? Also meistens gibt's da ja auch die Selbstbehauptungsphase, wo die meisten dann auch vielleicht vorab verkehrt reagieren, damit es, und dadurch kommt es dann weiter in die nächsten Stufen. Ja, sie haben schon die verkehrte Körpersprache oder sie beginnen aufgrund von irgendeinem sozialisierten Faktor verkehrt zu reagieren. Und dadurch wird die Situation so richtig hochgeschaukelt. Es ist ja nicht unhöflich, dass ich Nein sage oder dass ich eine Grenze ziehe. Der andere ist ja unhöflich, der diese Grenze übertritt, jetzt aus Unwissenheit, schlechtem Benehmen oder böser Absicht. Das tut ja nichts zur Sache. Ist eine böse Absicht? Na ja Gott, da muss ich sowieso was tun. Hat er schlechtes Benehmen, muss ich korrigierend eingreifen. Wenn ich eingreifen kann, kann ich versuchen, korrigierend einzugreifen, indem ich ihm darauf hinweise. Ist ein Erziehungsfaktor. Ja.
Ja, so nun gibt es nun aber auch Situationen, ne? Wir hatten ja davor gerade gesagt, im zwischenmenschlichen Bereich, auf der Arbeit, Kollegen gegenüber, Familienangehörigen, Bekannten, Freunden gegenüber, da gibt es ja nicht immer nur die Situation, dass man immer Nein sagen sollte. Da gibt es ja auch Situationen, wo man mal nachgibt, wo man auf den anderen zugeht, trotzdem was macht, obwohl man das nicht unbedingt hundertprozentig will. Aber also es gibt ja auch Situationen, wo man nicht nur immer Nein sagen sollte. Wann weiß man denn, jetzt sage ich mal Nein und nächstes Mal sage ich mal wieder Ja? Also jetzt als Beispiel bei der Arbeit, ne? Jetzt mache ich mal 1, 2, 3 Überstunden und nächstes Mal sage ich Nein und nächstes Mal sage ich wieder Ja. Also wann weiß ich, in welchem Moment es angemessen ist, Nein zu sagen und wann es besser ist, auch mal nachzugeben? Zuerst mal immer, wie fühle ich mich dabei, und es darf kein Automatisierungseffekt eintreten. Mhm. Dass ich natürlich einmal an meinem Job da oder hin und wieder mal eine Überstunde mache oder wenn irgendwas ist, dass ich einspringe, dass ich tue, das ist schon ganz klar. Aber wenn das zu einer Regel wird und dieser Ausnutzungsfaktor hinzukommt, mhm, dann ist es halt nicht mehr okay. Und das nicht mehr im Verhältnis ist zum Arbeitsvertrag oder zum Gehalt oder zu... Wenn es nicht mehr angemessen ist, ja, und im Verhältnis steht. Und das ist so überall. Natürlich komme ich einem Partner, einem Freund entgegen. Natürlich kann ich auch mal anderen Menschen, kann ich etwas tun, obwohl sie es keine... Das hat nichts mit Spaßfaktor zu tun. Das soll man unterscheiden. Mhm. Es geht nicht darum, ob ich jetzt drauf Bock habe oder Lust drauf habe oder nicht. Nein, darum geht es nicht. Das ist es nicht. Mhm. Sondern es ist die Frage, wenn jemand eine Grenze übertritt, wo ich mich nicht gut fühle, was ich nicht möchte, habe ich das Recht, darauf hinzuweisen. Mhm. So, jetzt kommt das dazu. Es gibt Situationen, da kann es sein, dass das nicht an sich die Handlung ist, sondern dass auch eine zeitliche Sache ist, dass ich heute das nicht möchte. Ja. Nur weil es einmal war, heißt ja nicht, dass dieser Mensch oder jeder Mensch in Zukunft immer und überall das Recht drauf haben wird. Mhm. An sich hast du immer nur das Recht für diese Situation, wenn der andere es will. Mhm. Und nicht für eine weitere. Mhm. Nur weil er einmal es zugelassen hat oder gewollt hat, heißt nicht, dass das jetzt für alle Zukunft ein Freibass ist. Nein. Mhm. Es ist für dieses eine Mal. Und das ist eigentlich in jeder Geschichte das Gleiche. Nie annehmen, dass etwas, nur weil es einmal so war, für immer so zu sein hat. Mhm. Und das ist so etwas, was im Menschen abläuft. Denkt, ich war doch einmal, jetzt wird es immer passen. Nein, passt nicht immer. Mhm. Ja, und da ist dann auch wichtig, dass man immer schaut, dass Geben und Nehmen im Gleichgewicht ist. Genau. Mhm. Nicht nur, dass man als Angestellter als Beispiel bereit ist, eine Überstunde zu machen, sondern ob man dann auch mal die Möglichkeit hat, dass der Arbeitgeber auch mal flexibel ist, dass man mal spontan früher gehen kann oder frei haben kann, genau, oder tauschen kann oder was auch immer. Wir sind das Selbst. Es muss Geben und Nehmen im Gleichgewicht sein. Wir sind das Selbstverantwortung gewesen, und dieser Verantwortung wohnt auch inne, dass ich durch mein Verhalten den anderen nicht in ein Abhängigkeitsverhältnis hinein erziehe. Mhm. Ja. Das heißt, dass die Angemessenheit, das ist immer wieder Angemessenheit, so ein wichtiges Wort für die Selbstverteidigung, für das Selbstbehauptung, Leben überhaupt, dass es angemessen bleibt. Mhm. Nur weil es mir möglich ist, mehr rauszuholen, habe ich nicht das Recht darauf. Mhm. Es muss angemessen bleiben. Mhm. Mein Verhalten muss gegenüber dem anderen angemessen bleiben. Ja. Und seines auch. Mhm. Und diese Waage, die ist ganz, ganz extrem verloren gegangen. Mhm. Und da haben wir ganz, ganz massiv gegenzusteuern, weil da entsteht ein riesen Schlamassel draus. Mhm. Ja, und dieses Nein sagen, das ist ja jetzt nicht etwas, was man nicht kann, ja, weil jeder kann, wenn er ganz normal sprechen kann, das Wort Nein aussprechen, sondern es ist wirklich ein Mindset-Problem. Es ist wirklich im Kopf oder auch von den Emotionen her ein unangenehmes Gefühl. Deswegen muss man es dann doch wieder trainieren und doch wieder üben, weil dann wird es für einen normal. Und man muss immer für sich halt im Kopf klar sein. Und also zum Beispiel jetzt wieder das mit der Arbeit, ne? Wenn ich jetzt Nein sage zu Überstunden, dann sage ich Ja zu meiner Gesundheit und Ja zu meinem Privatleben als Beispiel. Mhm. Ne? Oder wenn ich Nein sage, weil Leute mich jetzt fragen, hey, hast du Lust, hier hinzukommen und das zu machen und dies zu machen, wenn ich da einfach mal Nein sage zu Zerstreuung, zu Dingen, die jetzt nicht unbedingt notwendig oder wichtig sind, dann sage ich gleichzeitig Ja zum Fokus und zum Erreichen von meinen Zielen. Genau, ja.
Mhm. Ne? Also wenn man sich das im Kopf klar macht, dass man dann ja Ja sagt auf der anderen Seite zu sich selbst oder zu das zur eigenen Gesundheit oder so, dann ist das Nein gar nicht mehr so, ist gar nicht mehr so schwierig, Nein zu sagen. Weil wenn ich Nein sage, sage ich zu irgendwas etwas anderes Ja. Ja. Mhm. Und das kann man trainieren, man kann es trainieren, wie man Muskel trainiert, weil eigentlich ist ja so eine Art Glaubenssatz, wenn ich sage, der kann doch jetzt nicht Nein sagen. Mhm. Ist ja wie ein Glaubenssatz, natürlich kann ich Nein sagen. Mhm. Es geht ja nicht um das Wort, es geht um die Absicht hinter diesem Wort. Mhm. Ja. Hinter diesem Wort steht ein Wille, eine Willensentscheidung. Mhm. Und um die geht es. Mhm. Und das haben wir dem anderen zu signalisieren. Mhm. Und der hat es zu akzeptieren. Mhm. Weil Grenzen zu setzen ist wichtig, es ist Grenzen zu setzen im Außen, so wie es ist ja auch gegenüber uns selber, Grenzen zu setzen bei uns, dort wo wir schlechte Angewohnheiten haben, wo wir uns verbessern wollen, auch da müssen wir Grenzen setzen. Ja, und das hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Nein. Ja, also es hat sogar was mit Professionalität zu tun. Also wenn ich als, sagen wir mal, ich als selbstständiger Mensch, als Unternehmer, wenn ich da nicht Nein sage zu gewissen Angeboten, Kunden, Aufträgen, ja, wenn ich zu einem Ja sage, dann werde ich irgendwann in so ein Schlamassel geraten, dass ich meine Kunden, die ich jetzt habe, nicht mehr anständig bedienen kann. Genau. Also ich muss auch zu gewissen Sachen Nein sagen, weil manche Menschen sind einfach so unorganisiert und so chaotisch, da denke ich mir, ey, die sind so zerstreut, die machen 20 Sachen gleichzeitig und machen nicht eine Sache richtig, weil sie nicht in gewissen Bereichen Nein sagen können, weil sie sich zu viel aufhalten, weil sie zu allem Ja und Amen sagen. Und dann auf der anderen Seite aber unfair anderen Menschen gegenüber sind, weil sie dann nicht mehr klarkommen. Genau, wie du gesagt hast, das Unternehmer sowieso und im Kleinen sind wir alle Unternehmer. Das Unternehmen, das wir alle führen, ist unser Leben. Ja. Und wenn ich da nicht eine gewisse Struktur drinnen habe und die Struktur sind meine Entscheidungen, dann werde ich in Schlamassel reingeraten. Und dann, wie du sagst, dann hat das Auswirkungen auf mein ganzes Umfeld. Und auf alle Menschen, die mich umgeben, und wird sehr unangenehm für sie werden. Wenn ich mein Leben so umgehe, dass ich in totalen Durcheinander und Schlamassel reinkomme. Ich werde dauernd auf Hilfe angewiesen sein, aber auf Hilfe bin ich dann angewiesen, nicht weil mir was Schlimmes passiert ist, sondern weil ich mein Leben so schlecht gesteuert habe und in so ein Schlamassel reingekommen bin. Weil zuerst ist nicht Nein zu sagen einfacher. Nur in der Folge wird es überhaupt nicht einfacher. Ja. Es ist angenehmer, in der Situation nicht Nein zu sagen. Es ist unangenehmer, eine Grenze zu ziehen. Aber dieses Unangenehme hat positive Folgen und das Angenehme hat in dem Fall negative Folgen. Ich kenne einen, von dem ich überhaupt nichts halte, aber das fällt mir jetzt gerade ein, weil dem fiel das nämlich auch immer schwer, Nein zu sagen. Ich habe schon genau gewusst, dass der eigentlich Nein meint, aber er hat sich nicht getraut, das auszusprechen. Und der hat dann immer so den Trick angewandt, er muss das nochmal besprechen oder schreibt mir nochmal eine E-Mail. So, das heißt, dadurch hat er ein bisschen Zeit gewonnen. Ist, finde ich, ein Trick für Anfänger oder für Leute, die noch nicht das Rückgrat haben, das direkt ins Gesicht zu sagen, ja, dann kann man das ein bisschen wegschieben und sagen, ich muss das nochmal besprechen oder ich muss in meinen Kalender gucken oder schreib mir mal eine E-Mail, schreib mir nochmal eine WhatsApp oder so oder ne, wie auch immer. Ja. Also ein bisschen in die Ferne schieben, ich kann noch nicht jetzt sofort Ja und Zusagen. Das wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Finde ich persönlich nicht so gut, weil wenn ich weiß, prinzipiell passt das nicht, dann kann man denjenigen auch gleich sagen, woran man ist. Finde ich immer irgendwie besser, aber das ist auch so eine persönliche Sache. Ja, so ein kleiner Zwischenschritt. Genau. So, also das wäre auch nochmal eine Möglichkeit. Wäre auch eine Möglichkeit, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich finde das nicht egoistisch. Nein, das hat ja nichts mit Egoismus zu tun. Nee. Selbstverteidigung hat auch nichts mit Egoismus zu tun. Nee. Selbstbehauptung hat nichts mit Egoismus zu tun. Ganz im Gegenteil. Der andere ist egoistisch, der dich in so eine Situation bringt. Denn dem scheinst du ziemlich egal zu sein. Ja, und vor allem, man muss auch immer sich klar machen, wenn jemand eine Frage stellt, mit einem Fragezeichen, dann habe ich das Recht und die Möglichkeit und die Wahl, Ja oder Nein zu sagen. Wenn ich dann Nein sage und der ist beleidigt, dann drängt er mir ja schon was auf.
Genau, dann ist ja gar keine Frage mehr. Nee, denn dann ist das ja von dem, der hat eine Erwartungshaltung. Genau, ja. Und der fordert dann etwas, was überhaupt nicht angemessen ist. Dann ist es keine Frage, dann ist es eine Einforderung. Ja. Hm? Ja. Die durch eine nette Frage ein bisschen abgeschwächt werden soll. Mhm. Hm? Eigentlich ein trojanisches Pferd. Hm? Mhm. Ja, also ich hatte auch damals, als ich noch angestellt war und mit meinem damaligen Vorgesetzten, also der hatte Respekt vor mir. Ich habe mal Ja gesagt, ich habe auch mal Nein gesagt, ja. Weil damals war ja Wing Chun schon das Wichtigste für mich. Und da wusste ich, ich kann 1-2 Überstunden machen. Ich kann auch früher kommen, ich kann auch auf die Pause verzichten. Aber dann war auch die Grenze. Und dann, wenn Seminare waren und ich nach Österreich gefahren bin und so, habe ich gesagt, da bin ich nicht da, da fahre ich dann und dann weg. Und das hat er auch genauso akzeptiert. Also der hat mich als Mensch mehr respektiert als meine Vorgängerin. Die wurde total ausgenutzt. Die hat auch geweint bei der Übergabe und hat mir auch gesagt, wie sie da behandelt wurde. Und da habe ich auch nur gedacht, naja, das hat mit dir zu tun, dass du so behandelt wurdest. Und ich hatte, weißt du ja, die kennst du ja auch, ja. Ich hatte ganz, ganz tolle Chefs. Also ich war da ja auch 10 Jahre, ich war doch sehr glücklich. Und die eine wurde ausgenutzt und schlecht behandelt und ich war da sehr, sehr glücklich und wurde sehr gut behandelt und hatte da auch sehr viele Vorteile. Also das hat schon auch mit einem selber zu tun, wie man auftritt und dass man auch mal Nein sagt. Ja, und diese menschliche Eigenschaft, wenn ein Mensch etwas zulässt, man immer ein bisschen weitergeht. Genau. Du kannst auch nicht 10 Jahre was zulassen oder ein paar Jahre und dann rumheulen und jammern und sagen, du wirst ausgenutzt. Ja. Ne? Also, ja, warum machst du es dann? Mhm, Hast du Angst, den Job zu verlieren? Braucht man heutzutage, glaube ich, nicht. Gibt's und selbst wirst du wieder einen anderen. Wenn du unglücklich bist, dann such dir was anderes. Genau. Sei doch selbstbewusst genug zu denken, du schaffst das auch woanders. Mhm. Aber ist ja wieder, es hat ja wieder mit dem eigenen Selbstwertgefühl, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Mindset dahinter Angst zu vor Veränderungen, Gewohnheiten. Ja. Wenn ich das dahinter, was nicht sehr, nicht sehr effektiv ist, nicht ändere, dann wird sich auf der anderen Seite nichts ändern können. Mhm. Wenn ich nicht selbstbewusster werde, wenn ich nicht selbstsicherer werde, wenn ich mir nicht mehr Selbstwert gebe, wenn ich das nicht zu ändern beginne, wird mein Handeln außen nicht anders werden, dann können die Ergebnisse, also die Ergebnisse sind die Situationen, in denen ich mich dann wiederfinde. Es werden immer die gleichen sein. Mhm. Ja. Ja. Also regelmäßig im Alltag auch mal Nein sagen, wenn man das Bauchgefühl hat, nee, ich will nicht. Oder nee, es passt mir nicht. Grenzen ziehen. Genau. Grenzen ziehen, nicht Grenzen sitzt, um Grenzen zu ziehen, sondern Grenzen ziehen, dort, wo ich etwas nicht möchte oder wo ich etwas jetzt nicht möchte oder wo ich denke, das ist jetzt zu viel, was der andere verlangt, der übertreibt, stehst du? Das gehört sich nicht, das ist nicht mehr angemessen und das gibt für jede Form von Verhalten, gilt das. Und ich brauche das auch nicht begründen und ich brauche das auch nicht vor irgendjemanden zu legitimieren. Mhm. Muss ich alles nicht machen, nein. Denn ich ist ja mein Leben, das ich lebe. Und er hat oder sie hat das Recht auf ihr oder sein Leben. Super, das ist ein guter Schlusssatz. Ja. Dann vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.